Das braucht der Jeck, das braucht der Narr. Was Süßes zwischendurch während den tollen Tagen. Und es gibt zig Varianten hier im Südwesten von fettgebackenem. Hannes Weber wird uns heute seine Spezialitäten vorstellen. Ui, 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 da kommt was Fettes auf. Die Bäckerei blüht auf in der, wenn ich bei uns zu Hause sage, Faschingszeit, dann muss ich eine Runde zahlen. Also bei uns heißt es Fasnet. Und bei uns in der Fasnet, da gibt es natürlich unsere Spezialität, der ganz normale Berliner. Wir gucken, wo da die Haken sein könnten und wie man den noch besser macht. Und aber auch, wir veredeln den mit zwei Füllungen, Vanillecreme und Himbeer. Und nicht ein Teig, sondern eine Masse, die Quarkbällchen, die machen wir nämlich auch. Also das ist was, was man überall kennt, der Berliner. Diese Himbeervariante, die kenne ich jetzt nicht. Ist die typisch für den Bodensee? Wie sagen die Schweizer? Wir haben es erfunden. Ehrlich? Ich habe es erfunden. Ist das eine Schweizer Variante? Ja, nein, das ist, den habe ich so. Das ist deine Variante. Ja, meiner kreiert. Also wir haben uns gedacht, oh, wir brauchen mal wieder was Neues für das Sortiment. Mhm. Und dann kam der Himbeer-Vanille-Pudding Berliner raus. Und ich glaube, der wird dir schmecken. Ich bin gespannt. Was kann ich tun? Womit fangen wir an? Ach so. Große Bäckerin. Wie? Ja, jetzt haben wir schon sehr, sehr oft zusammen Teig gemacht. Und ein Berliner Teig, zu welcher Art? Halt, die Konzentration schwindet. Teigmaschine brauchen wir erst später. Der Berliner Teig gehört zur Art der Hefeteige. Also im Endeffekt ist eine Art so wie ein Zopfteig, ein Süßteig. Aber er hat ein bisschen weniger Butter und ein bisschen weniger Zucker. Also er ist ein leichter Hefeteig, okay? Da muss man ihn einsortieren, wenn man sich über die Teige Gedanken macht. Was wir natürlich brauchen, Heike? Ist Mehl. Und ich würde mal sagen, wir nehmen ein gutes Mehl, ein relativ junges Mehl. Ja, 550. 550er ist genau. Immer gut. Ja? Und das machen wir einfach in die Küchenmaschine, wenn wir eine haben. Wenn wir keine haben, was machen wir dann? Ah, den Teig von Hand kneten, das ist schwierig. Da müssen wir uns eine Küchenmaschine zulegen. Ja, ui, nicht so stauben. Frau Wirtin. Ist so spannend. Wenn ich dir eine Arbeit gebe, bist du total sprachlos. Nee, das stimmt nicht. Ich kann auch zwei Sachen gleichzeitig machen. Soll ich das Ding mal einschalten? Nee. Jetzt kommen erstmal alle. Halt. Was tun wir rein? Butter. Butter. Hier ist keine Margarine. Wir tun rein Butter. Aha. Einfach für den Geschmack, die ist richtig gut. Man muss sich vorstellen, bei so einem Zopfteig sind ungefähr 10% Butter drin. Bei einem Berliner Teig um die 5%, also wirklich weniger. Weil dadurch, dass der nachher in Fett gebacken wird, kommt da noch ein bisschen Fett mit rein. Das heißt, der ist relativ leicht. Okay. Rein. Haben wir bei den Buttern irgendwie, sag mal, mild gesäuerte oder Süßrahmbutter? Nee, völlig egal. Ist völlig also, gut. Man kann sogar vanillierte nehmen. Die ist deutlich günstiger. Die ist für den Direktgebrauch nicht geeignet. Aber für einen Teig ist die super. Ist es wurscht, mit gesagt oder nicht. Da haben wir 3 Volleier. Genau. Guck mal, du weißt sogar Volleier und Eigelb. Perfekt. 2 Eigelb. Ja, ich glaube, es sind 3. Weiß gar nicht. Drei Eigelb. Ja. Warum noch ein bisschen mehr Eigelb? Warum eigentlich? Ja. Damit die schön gelb aussehen. Nee. Eigelb enthält viel Lecithin. Und Lecithin ist ganz wichtig, wenn man die verschiedenen Sachen, also Fett, Wasser, Zucker, miteinander verbinden möchte. Und deshalb ein erhöhter Eigelbgehalt. Mhm. Okay? Bis hierher schon mal vielen Dank. So, Zucker. Vorsicht. Wenn Zucker und Eier zusammen in eine Maschine kommen und die kommen zusammen, berühren sich, dann kann es sein, dass es so kleine Eigelbbäulchen gibt. Ja, so ein bisschen geronnen, oder? Ja, genau. Naja, so bäulig. Ja, so, und man kriegt es nicht mehr raus. Und deshalb immer gucken, Zucker und Eier nicht direkt zusammen. Und wenn du es jetzt so wie da relativ gut verteilt hast, schon eine ganze Maschine, halt gewahrt, dann tun wir den einfach noch ganz kurz, nachdem wir es laufen haben, rein. So, jetzt. Hefe. Jawohl. Das ist aber viel Hefe. Frische Backhefe. Ja. Die hat einfach ein bisschen mehr Temperament wie getrocknete. So viele nehmen wir? Ja, diesmal ein bisschen mehr, weil die Berliner brauchen Dampf. Und ist es jetzt wirklich so, dass man, um ein optimales Backergebnis zu erzielen, das alles zusammen reinwirft und dann erst einschaltet? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich zu Hause mal so peu à peu das mache. Nee, trocken ist nicht schlecht beim Teig. Okay. Wir tun alles rein. Gut, Zitronen, abgeriebene Zitronenschale. Heute darf ich mal die Vanille schneiden. Ja. Unsere Rezept, die genauen Zutaten, wissen Sie ja, finden Sie immer, wenn Sie bei uns im Internet reinschauen. Was hast du jetzt gerade rein? Backen. Das war, ja, was war das? Was war das denn? Was war's? Also so eine geringe Menge, das kann eigentlich nur ein. Jetzt guckt Salz. Jawohl. So, ich habe noch. 8 Gramm. Echt? Ja. Gut, ich habe noch ein bisschen Vanille. Mhm. Die tut den Berlinern auch gut. Und jetzt brauchst du noch was? Zucker darf ich noch nicht dran machen. Nee, jetzt sing Strom. Mal das Lied. Sing mal das Lied. Wie heißt das Lied? Es ist Phase nach. Nein. Von dem Kuchenbacken. Wer will guten Kuchenbacken, der muss haben 7 Sachen. Ja. Ja, habe ich. Hast du was vergessen? Überleg mal, aus dem Kühlschrank.
Wasser, kaltes Wasser. Milch nehmen wir mal. Milch? Ja. Milch. Und warum kalt? Kalt, weil durch diese Küchenmaschine, die ja eine gewisse Umdrehung entwickelt, da entsteht Reibungsenergie, die wird das Ganze anwärmen. Und dadurch, was wir jetzt kalte Milch dazu geben, ich wollte das einfach mal immer mal richtig mal erklärt haben. Ich bin mehr als stolz auf dich. Alles? Rein damit, ja, alles. Echt alles? Ich, ja. Also wir senken damit die Temperatur, weil die Temperatur wird jetzt zwangsläufig steigen durch das Drehen. Und das wollen wir nicht ins Unermessliche. Ich glaube, bald brauchen wir mich nicht mehr bei Lust aufbacken. Ach, Quatsch. Denk an den Zucker. Kurz nachdem es läuft, okay. Einfach langsam laufen lassen. 10 Minuten langsam kneten, 4 bis 5 Minuten schnell. Da ist dann die wird Hefe die nicht Maschine auch nicht überfordert. Jetzt kannst du den Zucker reinleeren. Also erklär mir das mal noch mit der Hefe. Ja, ich mache es auch schon rein. Aber? Was war das jetzt für eine Hefe? Backhefe. Backhefe? Nicht die trockene, die getrocknet ist, sondern die, die Würfelhefe. Warum ist die in dem Fall besser? Oder weil, warum nehme ich die? Wenn was getrocknet wird, dann leiden ja die Bakterien. Das heißt, es wird warm gemacht, das Wasser wird entzogen. Die Bakterien sind dann nicht mehr so aktiv, eher inaktiv. Und in der Würfelhefe ist das eigentlich nur dieser frische Hefeklumpen gepresst, ein bisschen Wasser und Nahrung entzogen, sodass die ein paar Wochen heben. Und deswegen ist es einfach die aktivere Hefebakterie. Okay, und das lassen wir jetzt mal rühren. Und woran erkennt man jetzt, dass der Teig fertig ist? Indem man die Maschine ausschaltet. Nee, also man sieht ganz... Entschuldigung. Man sieht ganz klar, er ist schön glatt. Mhm. Er löst sich vom Kesselrand. Mhm. Er hat so eine leichte, feuchte Eigenschaft. Oder wie sagt man denn das? So, er glänzt leicht, wie wenn so ein bisschen Feuchtigkeit oben dran wäre. Fluffig, ja. Mhm. Und dann ist er eigentlich fertig. Man sieht schön, er schlägt sich zusammen und löst sich vom Kesselrand. Mhm. Dann passt's. Wichtig bei den Berlinern, dass man die Teigruhen einhält. Und das ist auch immer wahnsinnig schwer, um also das der zu Teig zeigen. Muss jetzt ruhen? Der Teig muss ruhen. Da rausholen, und kühlstellen? Nee, eh warm. Also der soll anfangen zu gären und der muss ruhen und man muss ihn während der Ruhephase zusammenlegen. Und das ist was Besonderes bei Berliner. Wir probieren das jetzt auch hier bei dem. Das heißt, ich muss 4 Stunden zu Hause bleiben bei meinem Berliner? Ja, einfach, man muss halt den Teig irgendwann morgens machen und dann kann man so, ich sag mal, wenn man zum kleinen Frühstück wieder reinkommt, um 10 den Teig macht, dann kann man so 2 backen. Mhm. Also schau her, wichtig bei den Berlinern, der Teig muss zwischendrin zusammengelegt werden. Diesen Teig habe ich vor circa einer Stunde gemacht. Mhm. Ich habe ihn schon einmal zusammengelegt. Und zusammenlegen heißt eigentlich wirklich falten. Mhm. Okay? Mhm. Dann kriegt er nämlich Spannung. Das heißt, wir drücken so ein bisschen die Gärgase raus und der wird so ein bisschen stabiler. Gut? Kann ich auch mal machen? Ja. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an die Blätterteigtechnik. Mach ich da jetzt was falsch? Ich krieg den gar nicht so auseinander. Das passt schon. Ah, dann längs holen? Einfach nur mal so und dann nehmen wir ihn einfach nur mal so und dann passt's. So. Dann nochmal. Okay, also wichtig, einfach nochmal für zu Hause, dass es ganz, ganz gut ankommt. Der Teig muss die Ruhe haben, sonst nehmen die Berliner hinterher zu viel Fett auf und da wirklich darauf achten, dass er die Zeit hat. Gut. Ist das backtechnisch eine große Leistung, einen super Berliner hinzukriegen? Oder ist das so, ja, ein Gebäck, das eigentlich funktioniert? Weil es ist ja so ein großes, also, Großbackprodukt. Sich an die Spielregeln hält, dann ist bei allen Gebäcken so, dass es funktioniert. Und ich würde sagen, wer keine große Angst hat vor Fett, dann ist es schon ein geniales Gebäck, was auch einzigartig schmeckt. Also dann kann man sich da ruhig rantrauen. Und gut zu machen. Ja. Du darfst mir gleich abwiegen. Streckst die Finger vor dir. Tupfer. Der Berliner ist tendenziell ein bisschen leichter wie andere Sachen. Also man wundert sich, der hat relativ eine geringe Teigeinlage. Ich nehme jetzt hier 50 Gramm pro Stück. Die werden dann schon so groß wie da drüben. Also relativ fluffig sind die. Man lässt die sehr reif werden. Und dann tue ich die so wie gewohnt. Ich habe 50 Gramm drauf geworfen. Sehr viel. Exaktement. Respekt. Und du merkst auch schön, er hat schon Spannung und lässt sich jetzt auch wirklich relativ schön rund machen. Was auch ganz wichtig ist beim Berliner, der ist gegenüber Feuchtigkeit und trocken. Also wenn du eine trockene Küche hast, ist er empfindlich. Heute ist ja innen, dass man große Küchen hat und große Räume. Ja. Und da hat man einfach auch eine relativ geringe Luftfeuchtigkeit drin. Und deshalb wahnsinnig wichtig, den wirklich immer tipptopp abzudecken. Ich nehme jetzt hier einen Teller. Also ich gehe jetzt hier genau auf diese 50 Gramm. 50 Gramm, das habe ich von dir an anderer Stelle schon gelernt und damit ist nicht zu scherzen, oder? Nee, weil... Was würde passieren, wenn einer mit 60 oder 65 Gramm dabei dann wäre? Dann verändert sich die Backzeit. Das heißt, wenn wir 2 Stücke dann in der Fritteuse haben, dann wird einer ein bisschen länger gehen wie der andere. Mhm. Und das wäre ja suboptimal. Mhm. So, ich denke, es reicht.
Okay. Gut. Was man jetzt auch ganz deutlich sieht, geht's? Klebt so ein Finger. Guck, Trick. Wenn du Teig an den Fingern hast, nimm einfach ein bisschen Mehl hin und mach so. Dann geht das alles weg. Und das, was da liegt, das kannst du ja noch wieder verarbeiten. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ist ja nichts Giftiges, ist ja nur Mehl und Teig. Und dann ist das wieder alles beieinander. So, schau an. Man sieht jetzt wirklich hier ganz deutlich, das sind die Berliner, die habe ich vor 1,5 Stunden rund geschliffen. Und jetzt müssen die reifen. Also das heißt, die müssen so groß werden wie die da. Die decke ich jetzt auch gleich ab, also damit die nicht... Werden die auch schaffen? In einer 1,5 Stunde ist dieses Volumen erreicht. Ja. Gibt es da eine Faustgröße? Doppelt so groß. Doppelt so groß. Dann bist du gut dabei. Okay. Die sind immer noch relativ jung, das heißt, die könnten noch ein bisschen liegen, die werden jetzt auch nicht so riesig werden. Mhm. Aber lieber ein bisschen zu jung wie zu reif, dann ist die Gefahr nicht so groß, dass sie zusammenfallen. Okay, guck, wenn sich so Luftblasen bilden, dann tue ich die so auch ein bisschen wegzupfen. Mhm. Und jetzt nimmst du die Berliner. Ach so, das sind Luftblasen, ich sehe es. Nimmst du die Berliner und dann kommen sie direkt kopfüber. Das heißt, die Oberseite kommt jetzt nach unten ins Fett rein. Wie heiß ist das Fett? Was ist es für ein Fett? Ist Erdnussfett. Finde ich am geeignetsten für die Berliner. Die Temperatur sollte zwischen 170 und 190 Grad liegen. Mhm. Und dann passt es eigentlich. So. Wupp. Auf in den also die ersten bin ich nicht ganz glücklich gewesen. Was? Aber die sind richtig schön geworden. Und ich muss mir auch manchmal selber beweisen, dass es mit einfach in der Küche geht und nicht nur immer in der Backstube, sondern auch zu Hause geht. Das ist jetzt eine normale Haushaltsfritteuse. Jawohl. Wir haben immer wieder den Deckel zugesehen, dann offen. Also ich habe die auf der einen Seite gebacken, da habe ich einen Deckel zugehabt, dass der Dampf, der sich bildet, auch dazu beiträgt, die Berliner noch größer zu machen, dass ein bisschen Dampfdruck in dem Gerät ist. Und bei der zweiten Seite, dann habe ich gesagt, kann man es offen lassen, da muss dann auch mal irgendwann die Feuchtigkeit raus. Mhm. So. Okay. Und jetzt gibt es ja verschiedene Arten, wie man die Berliner veredeln kann. Wir gehen da auf Sichtbacken, ne? Also wenn wir diese Farbe sehen. Wir schlagen uns halt immer. Nee, wir kommen in die Quere. Aber nicht wirklich, großer Meister. Gut. Auf Sicht gebacken. Wenn sie diese Farbe haben, weil eine sind Zeit gut. Haben wir irgendwie nicht. Also nee, die haben so 8 bis 10 Minuten. Mhm. Ich habe sie zweimal gedreht. Mhm. Ein Qualitätszeichen von Berliner ist ganz klar, dieser weiße Rand. Also auch wenn Sie Berliner kaufen, schauen Sie, gibt es den weißen Rand. Und wenn Sie den weißen Rand sehen beim Berliner, dann ist der normal immer gut. Ja. Je breiter, umso besser der weiße Rand? Nee. Also er sollte schön deutlich ausgebildet sein. Dann sieht man, dass der Berliner beim Backen nicht zu viel Fett aufgenommen hat. Und dann passt's. So, der übliche Berliner, handelsübliche Berliner, wird mit Marmelade. Und da ist auch, also der eine tut Himbeer rein, der andere Aprikosen. Ich würde beides gut. Schauen, dass wenn man die Marmelade kauft, dass der Fruchtanteil relativ hoch ist. Aha. Also nicht ungefähr die... Entschuldigung, habe ich gespritzt. Dass der Fruchtanteil relativ hoch ist, dass es nicht die allergünstigste ist. Einfach damit es auch noch was schmeckt. Und dann füllen wir es so um. Jawohl. Ja, aber wie unten? Wie geht es unten, wie, damit es unten nicht rauskommt? Geht einfach nicht vorsichtig raus. Reintropfen. Füll es auf. Mhm. Also Himbeer eignet sich da auch. Ich mische immer... ich halte es dir zu so lange. Mhm. Ich mische immer Himbeer und Aprikose. Aha. Ja, finde ich. Also von allem was, ja? Und das reicht. Okay. Du brauchst nicht so viel, du brauchst ungefähr 10 bis 15 Gramm pro Berliner. So, jetzt oben mal zumachen. Hier ein bisschen schräg halten. Stopp, guck her, Trick. Mach's immer so. So wie, weißt du, wenn du so zusammenfaltest, dann ist er richtig dicht. Ah. Und dann drehst du es auf. Gut. Da bitte. Okay. So, und jetzt natürliche Öffnung suchen. Der hat noch keine natürliche Öffnung. Kriegt er aber. Genau. Und rein damit. Und jetzt muss ich nach Gefühl sagen, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Echt? Ich hab, da ist noch gar nichts drin. Nochmal. Merkst du das? Zeig das ein bisschen. Ja! Jetzt wurde ich, weißt du, vom Gewicht her merke ich es. So, normal jetzt ein Zuckerwälzen. Das Ganze sollte relativ direkt nach dem Backen stattfinden. Mhm. Also schon zuerst füllen und dann. Ja, finden. Also man füllt den immer relativ zügig. Auch der ist auch noch schöner, den darfst du auch noch füllen. Zügig nach dem Backen und dann auch relativ schnell im Zuckerwälzen, weil dann klebt es noch. Ja? Wenn es dann so eine halbe Stunde nicht mehr draußen ist, dann klebt der Zucker nicht mehr. Also das Fett sollte noch ein bisschen warm sein. Okay, einen machen wir noch. Ich fülle Berliner. Ich kann es nicht fassen. Ehrlich? Du zu Hause dieses Jahr Berliner backen an der Fasnacht. Oh ja. Gut. So. Aber ich habe ja versprochen, dass wir noch einen Himbeer-Berliner machen.
Und für den Himbeer-Berliner brauchen wir einmal Pudding, den habe ich schon gekocht, und wir brauchen Himbeerfüllung. Und bei der Himbeerfüllung, da habe ich mir überlegt, Orangen und Himbeeren mögen sich ja manchmal. Mhm. Du hast die Hände eingesaut. Ja, ich frage mich auch, isst man das gleich noch so warm oder nicht? Also wenn du es gar nicht mehr verhalten kannst, dann beiß rein. Das ist jetzt echt so. Aber aufpassen, das ist noch warm, gell? Ja, aber doch nicht mehr heiß. Kann man doch mal machen, oder? Aufpassen, ich habe schon einen Topf heiß gemacht. Ich nehme Orangensaft, koche den mit Zucker auf. Mm. Und du kannst jetzt nicht mehr sprechen. Nö, mach noch mal weiter. Also jetzt hast du mich wieder aus dem Konzept gebracht. Nein, doch. Das ist so toll. Und da muss man einfach mal innehalten und dankbar sein und sagen, lieber Gott, danke, dass du mir den Hannes gegeben hast und ihn zu Hause auch. Wir haben gesehen, das ist super einfach. Und ich habe im Übrigen ein bisschen Orangensaft aufgekocht mit Zucker und binde das jetzt ab mit Puddingpulver. Und sobald es hier richtig kräftig aufgekocht hat, tue ich noch ein paar gefrorene Himbeeren rein. Und dann habe ich eigentlich schon meine Himbeerfüllung vorbereitet. Wo springst du hin? Nachher. Ich will wieder mitmachen. Ich will miterleben, wie es passiert. Schau an, es blubbert. Mhm. Orangensaft abgebunden. Also im Endeffekt, ich habe einen Pudding gekocht mit Orangensaft. Klopf den ab. Mhm. Und jetzt kommen direkt meine Himbeeren rein. Und das Ganze vermische ich dann. Und das ist sozusagen unsere Himbeerfüllung, Frischfrucht-Himbeerfüllung für unsere Berliner. Mhm. So. Das heißt, wir können ein kleines Päuschen machen und uns auf den Weg machen in Richtung Kirchheim-Tech. Dort gibt es ein tolles Café, das auch mit Fettgebackenen auf sich aufmerksam machen kann. In Kirchheim-Untertech ist nicht nur das alte Rathaus sehenswert. Eine Menge Fachwerk prägt die Altstadt. Und das Schloss, ebenfalls mittendrin. Gleich neben der Fußgängerzone liegt das Backhaus. Eine Bäckerei mit Kaffee. Bekannt und beliebt vor allem für das frische Brot, das hier in bester Bio- und Demeter-Qualität über den Ladentisch geht. Ein echter Hingucker ist der Holzbackofen mitten im Café. Hier wird täglich angefeuert und frisch gebacken. Das lockt Kunden an. Der Eismar riecht es gut, es riecht noch draußen auf der Straße. Und wenn man reinkommt, dieses Flair, das Warme, die Luft, der Duft und die Atmosphäre. Es ist einfach auch nicht nur von der Temperatur warm, sondern es hat auch diese heimelige Atmosphäre. Und auch wenn es dieses Handwerkliche, was rüberkommt. Wo gibt's das schon? Zuschauen, wie das Lieblingsbrot aus dem Ofen kommt. Zur Faschingszeit steht anderes im Mittelpunkt. Fettgebackenes wie Krapfen und frische Berliner. Da heißt es noch mal zuschlagen vor der Fastenzeit. Aber Faschingsgebäck gibt's auch woanders. Warum also kommen die Gäste hierher? Der Kaffee ist immer so gut, der Cappuccino und alles ist wunderbar. Gerade die Billigbäcker oder so, wenn man die ja selber nehmen kann. Also, das ist jetzt so mein Fall. Also ich möchte schon wissen, wer dahinter steckt oder was dahinter steckt. Dabei sein, wenn es gemacht wird, ein gutes Gefühl. Auch in der heißen Phase des Karnevals muss man unbedingt den Durchblick behalten. Und den haben Sie bei uns, weil wir werden jetzt gleich Quarkbällchen à la Turbo machen. Das kann nur Hannes. Und Maskerade ist nicht für dich, oder? Gehst du maskiert? Ja, muss Fasching? Man ja. Also, ja? Als was gehst du? Als Hefezopf? Nee, also ich ziehe nicht meine Bäckerklamotten in weißen Schutz an. Das ist ein bisschen unnötig. Naja. Und Fahrer okay. Machen wir auch nicht mehr. Also, nee, nee, dann lass uns lieber Quarkbällchen. Macht, glaube ich, ja eine Kuh. Du machst eine Kuh? Ja. Oh. Okay. Quarkbällchen. Quarkbällchen. Du nimmst schon Quark. Ja, was brauche ich? Fetten, mageren, 20%, 40%? 10%igen Quark. Okay. Du darfst gleich rühren. Ich gebe dir halt. Das Mehlen machen wir am Ende. So, Quarkbällchen ist jetzt kein Teig, sondern ist eine Masse. Wie viele Eier?
Keine Ahnung, was das waren. Warte, ich muss das wusste ich waren nicht. Einige Eier. 5 Eier. Rezepte bei uns auf der Homepage. 4 Eigelb. Auch der Hannes Weber weiß die Rezepte nicht auswendig. Wichtig. Sehr beruhigend. Die Quarkbällchen sind wirklich kein Teig, das ist eine Masse, das heißt, es ist keine Hefe drin. Und ja, die sind relativ einfach. Und wer sich jetzt an den Teig gar nicht rantraut, der soll die Quarkbällchen machen, weil die sind wirklich sehr unproblematisch. Aber wer sich an den anderen Teig nicht dran traut, also wer sich an den Hefeteig nicht rantraut, der macht Quarkbällchen und also kann da. Quarkbällchen gehen voll immer. Punkten, genau. Ich habe gerade Zucker rein. Mhm. Jetzt kommt Speiseöl. Mhm. Warum brauche ich das? Warum Speiseöl? Ja. Das macht das Ganze ein bisschen cremig. Mhm. Da ist relativ wenig Fett drin auch. Zitrone als Aroma, Salz, 4 Gramm. Dann gibst du Vollgas, flüssige Butter. Ich habe gedacht, jetzt könnte ich mal langsam hochdrehen, oder? Wir wollten noch Turbo-Quarkbällchen machen. Und dann kommt als Letztes, wenn alles vermischt ist, du Spritz. Ich würde es ein bisschen langsamer rühren, weil sonst könnte es zu Komplikationen führen. In Bezug auf die Maske. Was für eine Maske? Vorsicht, nicht der Spritz. So, mal kurz ausschalten. Und als Letztes tue ich Mehl und Backpulver. Das Backpulver habe ich gerade reingemischt und das Mehl rein. Und jetzt kann ich wirklich vorsichtig fertig mischen und dann ist die Masse eigentlich schon sozusagen fertig. Okay? Also ja. Ich glaube, das war wirklich einfach. Was wichtig ist, wenn man die Quarkbällchen macht, lass die ruhig Zeit. Wirklich langsam. Wichtig ist, ich habe die schon gemacht, die muss quellen. Das heißt, das Mehl muss ein bisschen Wasser binden. Das Mehl muss, also die Stärke in dem Mehl muss das Wasser aufnehmen, bevor es dann in die Fritteuse kommt. So, und jetzt, wie kriege ich die runden Bällchen hin? Ich nehme einen ganz normalen Eisportionierer. Tu den, ganz wichtig für zu Hause, bitte nicht mit Wasser nass machen, weil wir haben hier Fett und Fett und heißes, genau, Fett und Wasser, heißes Fett vor allem, vertragen sich gar nicht. Also auch richtig aufpassen, ich tue den mit Fett ein bisschen anfetten, fahre in meine Masse rein und gib die dann sozusagen ins Fett herein. So, dann machen wir jetzt mal 3-4 Stück. Also hier entwickelt sich das zu einer sehr zähen Masse. Ja, das ist gut so, guck, das sieht so aus. Und gucken, dass die mir nicht zusammenbacken. So. Und man braucht hier auch nicht mehr den Deckel schließen oder ähnliches machen, sondern einfach nur gucken, dass die da reinfallen. Und dann ist gut. Eins machen wir noch. Du hast ein bisschen Respekt vor Fett, gell? Ein bisschen? Ja. Ein bisschen viel. Ehrlich, das heißt, du kochst zu Hause nie Pommes? Ich kenne keine Pommes mehr aus der Fritteuse. Schon seit Jahrzehnten mache ich entweder ganze Kartoffeln im Backofen mit Olivenöl und Rosmarin oder esse mal im Lokal. Aber Fritteuse? No. Respekt. Also eigentlich, wenn man so eine tolle Fritteuse hat, wie die jetzt hier, wo sich alles automatisch einstellt, kann eigentlich nichts mehr passieren. Wichtig ist, dass man den Stecker so ein bisschen im Auge hat, sollte wirklich was schief gehen und dass kein Wasser reinkommt. Und sonst ist eigentlich gut. So, parallel, das reicht. Die Masse ruhen jetzt, kannst ausschalten, hier einen Stecker ziehen. Genau, die ist schon ein bisschen zäh. Und die sollte man jetzt einfach, wie gesagt, quellen lassen, damit die Wasser bindet. Sieht schon mal recht fluffig aus. Parallel dazu wollen wir noch unseren Himbeer-Berliner verzaubern. Ja, jetzt wird's interessant, weil wie wird aus einem normalen Berliner ein Himbeer-Berliner? Sie haben es vielleicht schon zu Beginn der Sendung gesehen. Ich hole mal gerade noch mal einen. Da wollen wir hin. Ne? Da wollen wir hin. Ich habe es zuerst gar nicht verstanden, was das ist. Aber es ist eine ganz schöne kleine Schweinerei mit viel Schokolade. Himbeermarmelade. Ja, ich meine kalorientechnisch gesehen. So. Ja. So, also es gibt einen Vorteil und einen Nachteil. Das kannst du sehen, wie du willst. Ich muss ein Stückchen wegstechen. Mhm. Entweder man isst gleich auf, oder? Das essen die Kinder. Genau, man isst auf. Mhm. Dann tue ich einfach meinen Deckel mit Schokolade, weil Schokolade immer super schmeckt. Füllen. So. Einfach reinlegen. Also reintauchen. Genau. Das ist normale Kuvertüre, weiße Kuvertüre. Ich habe die, Entschuldigung, nicht temperiert. Ist ja noch für uns. Sondern einfach wirklich nur warm gemacht und flüssig gemacht. Parallel muss ich ein bisschen gucken. So, dann brauche ich eine Schere, wenn du eine hast. Oder das scharfe Messer da hinten. Hast du eine? Gut, und dann brauchen wir als Erstes Pudding. Tun wir in so einen Spitzbeutel rein. Und der Pudding ist jetzt quasi so die Unterlage für dieses Himbeertopping. Pudding ist die Grundlage. Aufschneiden ohne meinen Finger. Nicht mein Finger. Ich mache hier in die Mitte einen fetten Klopsen Pudding rein. So, dass die schön klebt. Mhm. Dann setze ich die Berliner auf. Mhm. Okay. Das ist noch lange nicht alles. Nee. Nächstes Schächtelchen. Nochmal da reingucken, wie es bei unseren Quarkbällchen aussieht. Auch die werden schön. Die werden wirklich schön.
Also Quarkbällchen ist eigentlich genial, schmeckt auch den Kindern super. Mal gucken. So, jetzt nehme ich meine Himbeerfüllung, die wir vorher gekocht haben. Mhm. Die ist relativ weich, das ist aber auch gut so. Und die ist jetzt auch nicht voll durchgekocht, also die ist richtig fruchtig, da ist richtig viel Aroma drin. Ja. Also es waren nochmal Himbeeren und der Orangensaft. Genau. Und jetzt ein bisschen kleiner, ohne meinen Finger zu beschneiden. Gut. Und jetzt toppe ich das sozusagen. Cool. Wird das dann immer so ein bisschen fest, weil auf diesem Show-Berliner ist ja, es ein bisschen fest. Das drauf, trocknet ja? Jetzt noch ein bisschen. Ein bisschen ein. Ja. So. Wer denkt sich denn sowas aus, Herr Weber? Wie bist du denn darauf gekommen? Ich habe gedacht, wie kriege ich frische Himbeeren mit Pudding und Berliner alles in einem vermauschelt? Und das war die Idee. Und ich denke, also das ist ein tolles Produkt. So, jetzt gucken wir nochmal zu unseren Quarkbällchen rein. Mhm. Die sind nämlich auch fertig. Mhm. Hochfahren. Oh, guck mal an hier. Das schlägt bei dir im die Begeisterung. Oh, geil. Ich finde es genial. Ja. Nee, wirklich. Also hier weiß ich, meine Figur in aller Ehren, aber da kann ich auch nicht mehr widerstehen. Was hast du denn? Die werden auch noch in Zimtzucker gewälzt. Mhm. Für den Geschmack. Und dann brauchen wir noch einen sauberen Teller. Und den haben wir doch. Für uns beide. Du einen, ich einen. Jawohl. So, was darf ich dir? Was darf es denn sein, Fremder? Einmal. Es ist ein Quarkbällchen. Und ein einmal, Dings. Frischer geht's nicht. So, und hier auch einmal. Da haben wir ja noch die da. Und einmal. Und wobei, die hatte ich ja schon, aber du musst noch einen von denen probieren. Also da traue ich mir jetzt nicht mehr reinzubeißen. Und das ist alles zu Hause gemacht. Genial einfach, meiner Meinung nach. Und wer damit nicht verzaubern kann, der weiß ich auch nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal an den Tisch. Und lassen es uns schmecken. Gleich. Ja, ich muss Quarkbällchen probieren, weil das hat mir jetzt gerade so frisch aus der Das würde ich jetzt Fritteuse. Eigentlich auch für mich in Anspruch nehmen wollen, weil das andere habe ich ja eben schon Und gegessen. Ist noch warm. Warum? Vorsicht. Oh, Sünde. Oh, Sünde, dein Name ist Quarkbällchen. Soll ich dir mal was sagen? Hm? Wir fangen an, morgens um 4.15 Uhr die ersten Berliner in die Fritteuse einzugeben. Mhm. Und ich liebe es. Zack, Fritteuse raus, ohne Marmelade, nur diesen gebackenen Berliner in Zucker, Pomp und Hopp. Mhm. Und denk mir, okay, es hat doch was Gutes, so früh aufzustehen Dass und Bäcker zu sein. Ja. Und die Faschingszeit ist ja irgendwann rum, weil ich glaube, ansonsten... Schlimm. Aber mir geht das ganze Jahr so, ich finde immer irgendwo was. Bevor ich jetzt diesen wunderbaren Himbeer-Vanille-Berliner mir einverleiben werde, mit viel Genuss, das dürfen Sie schon glauben. Darf ich mich von Ihnen verabschieden? Wir uns beide verabschieden. Ja. Bis zum nächsten Mal. Es hat tierisch Spaß gemacht. Wir haben gelernt, es ist einfach, selbst Berliner auszubacken. Also, wir hoffen, Sie sind das nächste Mal auch wieder mit dabei. Tschüssi.